Hi. Heute geht es um die besten Familienskigebiete in den Alpen. Wo macht ihr denn immer mit Kind und Kegel, also mit der ganzen Familie Skiurlaub? Schreibt uns das doch gerne mal unten in die Kommentare. Und ansonsten viel Spaß jetzt mit diesem Video. Gruselig aus. Ich bin die Hexe Sabine. Schön, hallo, dass du mich besuchst. Dieses Video wird präsentiert von Snowtracks. Das ist unser Partner in Sachen Skiurlaub. Und das Besondere an dem Reiseveranstalter ist, dass ihr dort Skipass und Unterkunft gleichzeitig buchen könnt. Also all in one. Und da findet ihr 2000 Unterkünfte in 500 Orten quer durch die Alpen verteilt. In der Schweiz, in Deutschland, in Österreich, in Frankreich, in Südtirol. Und um noch günstiger zu sein, könnt ihr jetzt da auch noch ein bisschen sparen. Mit dem Code Marlene50 bekommt ihr 50 Euro Rabatt auf jede Buchung. Mehr Infos findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und wir starten jetzt direkt in Süddeutschland, in einem Skigebiet in den Bayerischen Alpen. Mit 130 Pistenkilometern ist Oberstdorf-Kleinwalsertal eines der größten Skigebiete in Deutschland. Die Abfahrten verteilen sich über mehrere Skiberge. Am Nebelhorn wartet beispielsweise Deutschlands längste Talabfahrt. An Fellhorn und Kanzelwand könnt ihr mit den Ski zwischen Österreich und Deutschland hin und her pendeln. Für Familien und Anfänger sind hingegen die überschaubaren und leichten Pisten am Söllereck und am Heuberg ideales Übungsterrain. Was hältst du von der Challenge, Felix? Wenn du dir das zutraust gegen mich. Ich versuche dich diesmal zu schlagen. Na gut. Die Thuracher Höhe liegt zwischen der Steiermark und Kärnten. Die insgesamt 43 Pistenkilometer reichen bis auf 2200 Meter hinauf und erstrecken sich rund um den zugefrorenen Thuracher See. Einige Hotels am Ufer sind speziell auf Familien eingestellt und liegen nahe der Piste. Auch die vielen leichten und mittelschweren Abfahrten sind für den Skinachwuchs zum Üben ideal. Eine Strecke, auf der sich die kleinen Rennfahrer besonders austoben können, ist die XXL Fanslob. Mit einer Länge von 1,5 Kilometern ist sie sogar eine der längsten der Welt. In der Thuracher Höhe müsst ihr die Augen offen halten. Da fährt nämlich immer mal wieder der Pistenbutler über die Abfahrten des Skigebiets. Und wenn ihr den trefft, dann hat der gratis Prosecco für die Erwachsenen und ganz viele Süßigkeiten für die Kinder parat. Vielleicht könnt ihr ihn ja auch mehrmals täglich abpassen. Und von diesem Skigebiet geht's jetzt weiter in die Dolomiten hinein. Unweit der berühmten Drei Zinnen in Südtirol befindet sich das gleichnamige Skigebiet. Die 115 Pistenkilometer erstrecken sich über 5 verschiedene Skiberge. Der Haunold ist zum Beispiel als Familienberg bekannt. Das liegt an den einfachen und breiten Skihängen vor Ort. Für Spaß unterwegs sorgt die riesige Schneemann-Familie an der Rotwand. Die grinsende Familie aus Schneemann, Schneefrau und Schneekindern ist bis zu 8 Meter hoch. Und bei dem Panorama, das sich rundherum auftut, haben auch die Erwachsenen garantiert genug zum Staunen und zum Genießen. Das Skigebiet Obertauern ist wie eine Schale aufgebaut. Mittendrin liegt der Skiort selbst und auf den umliegenden Hängen befinden sich die Pisten, die nahezu alle wieder in Obertauern enden. Und weil das Skigebiet außerdem besonders viel Schnee abbekommt, spricht man hier oft von der Schneeschüssel der Alpen. Diese Schüssel sorgt bei Familien aber auch dafür, dass keines der Kinder verloren gehen kann, falls der Skinachwuchs mal falsch abbiegt. Daneben gibt es einige Attraktionen am Berg, wie zum Beispiel die Geisterbahn, durch die man mit Ski durchfährt. Das ist so cool. Wir sind hier in dieser dunklen Höhle drin und dann sind hier rechts und links so Skulpturen, die bewegen sich zum Teil oder stöhnen irgendwie so rum. Bisschen wie am Jahrmarkt. Nach dem Skikurs kann man dann als Familie gemeinsam die Kindertauernrunde meistern. Die abgespeckte Version der beliebten Skirunde quer durchs Skigebiet ist auch für die kleinen Rennfahrer schon machbar. Das Besondere an Obertauern ist, dass viele Hotels direkt an der Piste liegen. Das heißt, ihr könnt morgens direkt nach dem Frühstück die Bretter anschnallen und zum Lift schieben und abends auf der letzten Abfahrt direkt zum Hotel zurückkommen. Und damit kommen wir zu einem der größten Skigebiete in Österreich und das liegt auch gar nicht so weit von München entfernt. Als
288 Pistenkilometer, kindersichere Sessellifte und über 20 Skischulen warten in der Skiwelt Wilder Kaiser Brixental auf die Skiurlauber. Selbst die Jüngsten werden in der Skiwelt versorgt. Für Kinder ab einem Alter von 5 Monaten gibt es zum Beispiel Betreuungseinrichtungen. Ab 3 Jahren kommen die Kids dann in die Skischule und sobald sie dann den Zauberteppich verlassen haben, geht's auf Skigebietserkundung. In der Skiwelt sind die Hexenwasserhexen zu Hause und es gibt den eigens gebrauten Hexentrunk. Wir kriegen jetzt noch eine Spezialzutat und es war schon das hier im Gespräch. Ich glaube, das möchte ich aber nicht haben. Was ist das? Ohrenschmalz. Ohrenschmalz möchte ich auch nicht haben. Verjüngungstropfen. Das hast du zwar nicht nötig, aber schade. Danke. Die Skiwelt Wilder Kaiser Brixental ist übrigens auch Österreichs größtes Nachtskigebiet und bekannt für ihre vielen urigen Skihütten am Berg mit leckeren Tiroler Köstlichkeiten. Im Stubaital habt ihr die Wahl zwischen 4 Skigebieten. Neben dem größten Gletscherskigebiet Österreichs am Stubaier Gletscher gibt es vor allem viele gemütliche Abfahrten an der Serlis, am Elfer und in der Schlick 2000. Und das vor einer gigantischen Kulisse, denn die Pisten führen geradewegs vor den imposanten Kalkkögeln gen Tal. Wenn ihr mal einen Tag Pause machen möchtet, könnt ihr auch auf den Schlitten umsteigen. Am Elfer befinden sich gleich 3 Strecken, die bis zu 8 Kilometer lang sind und damit zu den längsten Rodelbahnen in Tirol gehören. Vollgas, Marlene! Ich gebe mir Mühe, ich muss die Kurve kriegen. Wenn ihr euch fragt, wo ich hier gerade stehe, das ist am Skigebiet Spieljoch im Zillertal. Hier gibt es auch eine richtig lange Rodelbahn. Die führt nämlich über 5,5 Kilometer bis ins Tal und ist auch bei den Kids sehr beliebt. Und so kommen wir mit Trommelwirbel zu Platz Nummer 1, zum wahrscheinlich besten Skigebiet für Familien in den Alpen. Serfhaus Fislades hält insgesamt 214 Pistenkilometer bereit. Auf Familien warten eine Vielzahl an breiten und blau markierten Abfahrten sowie Spiel- und Spaßmöglichkeiten am Berg. Ich sag nur Skyswing, den haben wir mal im Sommer ausprobiert. Meine Haare sind überall! Daneben sorgen die beiden Maskottchen Murmli und Bertha für Unterhaltung in den Skischulen. Unser Pistentipp für die Kids ist die berühmte Bärenpiste. Wir gehen geradewegs durch das Maul des Bären. Er ruft auf. Wenn die Kids dann irgendwann älter und sicherer werden, gibt es die Möglichkeit, das gewonnene Können auf roten und sogar schwarzen Abfahrten anzuwenden. Der ultimative Test ist die Direttissima mit einem maximalen Gefälle von 70%. Wenn ihr die bewältigen könnt, dann wisst ihr, ihr seid zum Skiprofi aufgestiegen. Wo geht es für euch als nächstes mit der Familie in den Skiurlaub? Schreibt uns das doch gerne unten in die Kommentare. Und ansonsten denkt daran, dass ihr mit Marlene50 auf eure nächste Buchung 50 Euro sparen könnt. Alle Infos findet ihr nochmal unten in der Videobeschreibung. Jetzt freue ich mich über jeden Daumen nach oben und vergesst nicht das Abo, um nichts mehr zu verpassen. Und hier kommt ihr zum letzten Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.